Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic. Wir haben ja den Lunte hier befreit, der wieder zu uns übergelaufen ist. Der Überläufer, der zum Imperium übergelaufen ist und wieder zu uns übergelaufen ist, weil es ihm dort nicht gefallen hat. Ich hoffe, das war es jetzt mit Überlaufen bei ihm. Ja, mal schauen. Dafür haben wir leider den Attentäter entkommen lassen. Mit seinen, also diesen Gorik, mit den Bombenplänen. Aber naja, gut, was muss das? Man muss halt Abstriche machen. Ich rette lieber hier jetzt ein Leben, um eventuell später. Ja, andere Leben, das kriege ich auch noch hin. Den Guri kriegen wir schon. Nicht wahr, Dü? Ja, den haben wir uns schon. Ich hätte ihn mir ja fast geschnappen können letzte Folge, aber. Ja, guck mal, wir werden hier angefeuert. Jo, mach mal weiter. Los, ja, genau. Wuhu. Yay. Ich werde gefeiert, du nicht. Okay, wieder draußen und dann würde ich mal sagen, wir müssen da zurück. Hier oben, die Helden plus 2 Mission. Evakuierung, Botschafter. Ja, in Anchorhead hatten wir noch eine Quest, glaube ich. Ja, ich mach mal da, mit auf jeden Fall. Nach Anchorhead. Genau, das wollte ich gerade vorschlagen. Wir nehmen die Schnellreise. Anchorhead, Cantina oder normal Anchorhead. Wo bist du hin? Ich bin einfach Anchorhead. Dann mache ich auch Anchorhead. Weil muss ja nicht sein, dass wir uns dann wiederfinden müssen. Baum. Nee, weil ist so. So, Galactic Stronghold, Star Wars, The Old Republic, geladen und aufgesessen. Wunderbar. Bei rechten Zeit hätten wir noch. So oben, beide. Und Evakuierung hätte ich noch. Evakuierung auch nochmal? Ja, das wird natürlich. Ah, stimmt, das ist noch die Fortsetzung nochmal. Genau, dann gehen wir da halt noch schnell mit hin. Und dann gehen wir zur rechten Zeit noch darüber. Zur rechten Zeit? Da kommt ein Shuttle geflogen oder ein Schiff. Finde ich schön. Ein kleiner Wo Vogel. Denn? Nee, der Oben ist schon vorbeigeflogen. Der ist hier schon durch hier. Der ist schon durch. Übrigens habe ich mittlerweile die dumme Angewohnheit, wenn ich irgendwas zeigen will, oft genug auch selber mal mit der Hand auf den Bildschirm zu tippen und zu sagen, da ist es. Ich weiß nicht, wann ich mir das. Hast du das nicht bei Minecraft letztens gemacht oder bei ja, das kann. Herr Minecraft Ringe. Und Herr der Ringe, bei diversen Sachen habe ich das schon gemacht. Ich weiß nicht, wie ich mir das angewöhnen konnte. Das ist doch Schwachsinn. Vielleicht, weil du irgendwelche Let's Plays mit Facecam gesehen hast oder so, keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich, weil ich wirklich mal jemanden beim Rechner sitzen hatte, dem ich das und das erklärt habe. So, na gut. Bürgermeister Clarin, komm mal her. Hallo, hier steht du davor, jetzt kann ich nicht quatschen. Ah, jetzt. Lieutenant, ihr habt es geschafft. Bitte setzt euch. Erzählt mir, was passiert ist. War eure Mission gegen die Imperialen ein Erfolg? Ich kann nicht über Einzelheiten reden. Oh, ja, natürlich. Ich verstehe. Streng geheime Mission, natürlich. Genau. Na gut. Erzählt ihr mir wenigstens etwas über Lunte? Habt ihr ihn vor den Imperialen gerettet? Ach so, ja, da ein bisschen was wusste der ja schon. Hab ich vergessen. Es war nicht einfach, aber ich konnte ihn retten. Oh, das ist großartig. Er scheint ein netter Kerl zu sein. Ich bin froh, dass es ihm gut geht. Euer General hat mich kontaktiert, während ihr weg wart. Ich habe ihr die Lage so gut es ging geschildert. Eine nette Frau. Vielleicht etwas zu ernst. Tö. Ich sollte gar nicht erst anfangen, über General Garza zu reden. Jedenfalls möchte sie, dass ihr sie von eurem Schiff aus kontaktiert, bevor ihr abfliegt. Das schien ihr sehr wichtig zu sein. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Irgendwo gibt es immer ein Problem. Ihr hättet nicht viel zu tun, wenn es anders wäre, oder? Also, Lieutenant, die Bürger von Anchorhead stehen tief in eurer Schuld. Ihr habt zahllose Leben vor einer für uns unvorstellbaren Bedrohung gerettet. Es ist mir gelungen, eine kleine Belohnung für euch zusammenzukratzen. Das ist das Mindeste, um unsere Dankbarkeit auszudrücken. Eine Belohnung ist nicht nötig. Das ist sehr großzügig von euch, Lieutenant. Ich weiß, dass die Opfer der Bombenangriffe das sehr zu schätzen wissen. Es sieht so aus, als würden sich hier unsere Wege trennen. Ich bin froh, dass ich euch getroffen habe, Lieutenant. Es war mir eine Ehre. Wir werden niemals vergessen, was ihr für uns getan habt. Die Republik ist stolz darauf, dass sie die Unschuldigen beschützt. Ich kann euch versichern, dass wir der Republik zu großem Dank verpflichtet sind. Viel Glück, Lieutenant. Ihr seid in Anchorhead jederzeit willkommen. Das ist schön. So, okay. Sehr schön. Ich bin hier willkommen, muss aber mit der Gaza, mit ihren Streifen auf dem Ärmel, das sind dann die Gaza-Streifen. Was im Gaza-Streifen? Na, die hat doch ein Rangabzeichen, das sind Streifen bei ihr. Und da hat sie wohl Gaza-Streifen.
So gut war der eigentlich nicht, aber es ist ja schön, dass du gelacht hast. Okay, wir gehen mal jetzt hier noch zur rechten Zeit dahin und dann könnten wir eigentlich wirklich von hier abhauen. Wir sind fertig. Ob man glauben tut oder nicht. Du magst wohl keine Wüste? Nee, war ganz okay, aber jeder geschaffte Planet ist ja ein weiterer Erfolg. Ein weiterer Erfolg für den Frieden. Für den Frieden in der Welt. Ist meine Mission sozusagen. Deine Mission. Ja, meine Mission, Junge. Du bist ja ein richtiger Missionar. Bin so, einsatzbereit. Schade, dass ich dich jetzt nicht schubsen kann. Ich stehe schon eigentlich halb drüber. Naja, geh mal weg. Oder willst du die Missionarsstellung mit mir ausprobieren? Nö. Ja, siehst du, also geh lieber weg. Nee. Du bist für den Frieden. Die Fahrstühle sind ja überall gleich aufgebaut, ne? Man kann hier die ganze Zeit irgendwo reinrutschen. Mir ist es noch nie passiert. Wirklich, noch nie. Niemals. Zumindest nicht, als ich auf dem Fahrstuhl war. Hier geht's doch nicht. Okay. Na, siehste? Es geht eben doch nicht überall. Nur da, wo du zu doof dafür bist. Zum Runterlaufen. Ah, hier ist noch so ein Heini, ist hier noch. Okay. Ja, klar, wir hatten die Quest, glaube ich, nicht scheinbar. Wir hatten die ja schon fertig gemacht. Wir müssen halt nur noch mit denen quatschen. Es sei denn, jetzt kommt da noch eine Folge. Hallo, du Fauler, du. Mir wäre wohler, wenn wir die Basis wechseln, Fauler. Das gefällt mir nicht. Das sagt ihr jetzt. Fauler. Aber wartet nur, bis ihr die echte Wüste gesehen habt. Hey, seht mal, wer wieder da ist. Und am Leben. Seid ihr auf etwas gestoßen? Egal, wie faul du bist. Der da ist fauler. Ich habe meinen Auftrag erfüllt und erwarte nun meinen Lohn. Wirklich? Gut, hier sind ein paar Credits. Jetzt lasst uns sehen, was ihr habt. Meister Fowler, wir werden kontaktiert. Hallo zusammen, Meister Fowler, Meister Orden. Und hallo. Meine guten Freunde aus dem Gamorianischen Versteck. Ich freue mich besonders, euch wiederzusehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Dieser Mann hat das Tscherka-Team angeführt, auf das ich getroffen bin. Also, kein besonders freundliches Gesicht. Da ich zuvor nicht die Gelegenheit hatte, wollte ich mich offiziell vorstellen. Ich bin Gaiam Lexander und spreche für die Tscherka Corporation. Ich kenne diesen Namen. Die Republik scheint Tscherkas Eigentumsrechte in Frage zu stellen. Ich bin nach Tatooine gekommen, um unser Eigentum sicherzustellen, einschließlich Camus Orden. Dieser Mann steht unter Militärschutz. Es tut mir leid, das zu hören. Tscherka wird tun, was nötig ist, um ihre Interessen zu wahren. Und ich versichere euch, dass unsere Abgeordneten im Senat jegliche Zwischenfälle rechtfertigen können. Jo. Lexende. Er ist wohl der Sohn eines Vorstandsmitglieds. Er leitet angeblich die Sondervollstreckungsabteilung. Reiches Söhnchen, dessen Hobby Liquidierungen sind. Steckt bis zum Hals voll mit Kybernetik. Die guten Neuigkeiten sind, dass Tscherka ihn nicht geschickt hätte, wenn wir auf der falschen Fährte wären. Er will uns von der alten Anlage fernhalten. Camus und ich könnten etwas Zeit brauchen, um diese Daten durchzusehen, aber ich brauche euch trotzdem. Sagt Bescheid, wenn ihr in Richtung Wüste aufbrecht. Tja, wir müssen nochmal zurück, Dü. Ich arbeite weiter für euch. Aber mir gefällt die Richtung nicht, die diese Sache einschlägt. Ehrlich gesagt, mir auch nicht. Es schießt die Richtung Wüste, das gefällt mir nicht. Ihr könnt mich über eine sichere Leitung aus einer der Militärbasen erreichen. Dachte ich mir. Wir sprechen uns bald wieder. Ja, und nicht so faul, hier. So, nee, das ist... Oh, ja, ich habe eh schon genug Planeten mit der Auszeichnung. Ich auch. Naja. Ich habe beinahe das Maximum erreicht. Aber wenn wir ja zu dem nächsten Planeten aufbrechen, dann können wir auch genauso gut nochmal auf der Flotte vorbeischauen und uns dort neu ausrüsten. Aber jetzt müssen wir erstmal hier rausrüsten, uns verabschieden. So. Also nicht von der Folge, keine Sorge, nicht, dass das du da falsch versteht, sondern einfach nur mit dem Fahrstuhl fahren, ohne runterzufallen. Nee.
Aber bestimmt geht's weiter oben. Musst du mal weiter oben probieren, dass du da runterfallen kannst. Geht bestimmt. Hier geht's bestimmt, glaube ich. Gute Frage. Jetzt, probier's jetzt, ja schon die ganze Zeit. Jetzt versuch doch mal zu sterben und es klappt nicht. Wieder mal typisch. Typisch. Habe ich noch Glück gehabt, sonst wäre wieder runtergefahren. So, naja. Okay, ja, wir müssen wohl oder übel nochmal zum Gleiterstützpunkt und nochmal durch die Gegend reisen. Es tut mir ja wirklich leid, du. Alles gut, passt schon. Glaub mir, ich weiß ja, dass du deine Wasserflasche leer ist. Aber was muss, das muss. Ja, wir sind eben echte Helden, ne? Genau. Echt. Guck mal, ich habe bestimmt eine Abkürzung hier gefunden damit. Nein. Nein. Okay, dann nicht. Also meines Wissens bin ich jetzt noch vor dir. Das stimmt. Leider ja. Jetzt versucht er sich noch durch Stadtgewürze zu hängeln, anstatt gerade direkt vor der geradeaus zu gehen. Na gut. Ist ja alles kein Problem. So. Lalalalalala. So, die Heldenqueste. Ich gebe mal gleich die Heldenqueste auf Daria, sonst irritiert die noch, diese Salak-Gruppe. Kann man die denn abgeben? Aufgeben. Dann müssen natürlich aufrufen halt die Quest. Also ich spreche über zum Beispiel über die Karte halt. Und da kannst du die Quest dann halt entweder ganz rausnehmen oder halt anklicken und aufgeben. Sobald du natürlich nicht mehr im Kampf bist, was jetzt der Fall ist. Okay. Der lange Abschied. So, anklicken, ja, aufgeben. So. Komm ich gar nicht hin bei M. Wenn ich jetzt M drücke, komme ich gar nicht hin. Ja. M? Und dann habe ich hier an der Seite die Missionsanzeige und da musst du halt die Quest der lange Abschied raussuchen. Achso, Missionsanzeige. Da, diese. Da klickst du dann drauf, genau. Und wenn du da drauf geklickt hast, hast du dann irgendwann die Anzeige und dann kannst du halt so machen. Oder du machst halt direkt über die Quest, über das Questlog. Ich kann helfen. Welches Mission teilen kann ich nur. Nee, du mach mal den Punkt daraus, der dort drin sitzt, quasi für die aktuellen Missionen und dann müsste das auch gehen, dass du das Ding aufgeben kannst. Ah, okay. Ah, okay. Gut, wieder was dazu gelernt. Jawohl. Aber so, hier steht Janie rum von der Gilde Crossed. Oberkörperfrei nicht, aber bauchnabelfrei. Na gut, bei der Wärme. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Kann man das ja auch mal verstehen, ne? Genau. Wo ist sie? Ah, hier. So. Joa, das stimmt. Ich reise mal weiter. Der allerletzte ist die nächste Quest. Nicht der Dü. Oder du. Der Dü ist allerletzte. Das allerletzte. Das mit dem Das wollte ich nicht sagen, aber danke schön, dass du mich da verbesserst. So, gucken wir mal. Hier waren wir ja natürlich auch schon. Im Jundland. Lalalala. Ach so, hier. Lass mich mal gucken, wo wir so ungefähr sind. Er hätte auch gerade ausfliegen können hier. Immer, dass er den blöden Weg mal nachmacht hier. Sowas. Okay, da sind wir. Ja, waren wir doch sogar schon mal, ne? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wir waren überall schon. Außer da, wo wir nicht waren. Machen wir jetzt eigentlich hier auf Tattoo. So. So viele waren das eigentlich. Das ist die Republikanische Flotte. 30 Folgen waren das. Es geht eigentlich, genau. Es geht eigentlich. Wir sind eigentlich ganz zufrieden. Ich gehe mal hier runter. Aufs Zelt. Und dann hier rüber. Und ich fahre mal ein bisschen raus. Wir sind großen Planeten, ne? Ja. Ja, wobei man natürlich sagen muss, wir haben ungefähr die Hälfte des Planeten erkundet. Es kann sein, dass es noch, ungefähr die Hälfte, denke ich mal, wird es sein. Sogar ein bisschen mehr. Doch, ungefähr die Hälfte. Und es wird sicher noch Bonusmissionen geben. Und was natürlich der Fall ist, die Bösen haben, beziehungsweise das Imperium hat ja natürlich auch ihre Quests hier. Die brauchen auch ein bisschen Platz. Schön euch zu sehen, Jedi. Ich bin froh, dass ihr vorbeischaut. Wir machen uns bereit, um aus Anchorhead zu verschwinden. Mal sehen, ob wir Signale von der alten Cherka-Basis aufschnappen können. In der Zwischenzeit haben wir eine neue Spur. Camus hat mit diesen Daten, die er den Gamorreanern abgenommen hat, den Jackpot geknackt. Irgendwas über die Forschungsanlage? Unter den Daten befand sich eine Personalliste. Sie enthält jeden, der in der Cherka-Anlage auf Tatooine gearbeitet hat. Die meisten Angestellten sind schon lange weg,
Aber einer ist auf dem Planeten geblieben, nachdem die Cherka-Basis verlassen wurde. Wenn wir ihn finden, kann er uns vielleicht sagen, wo die Anlage war, was das für ein Gerät ist. Vielleicht können wir Lexende vertreiben. Wahrscheinlich nicht, aber sicher. Sein Name ist Gromik Kürzen. Eine Zeit lang hat er sich hier und dort herumgetrieben, schließlich hat er eine kleine Feuchtfarm gekauft. Tja, wie alt ist der? Wenn er hier war, bevor Cherka die Basis verlassen hat, muss er ein Fossil sein. Ich schätze, er ist so um die 60 oder 70. Das ist in den Daten nicht verzeichnet. Meine größte Sorge ist, dass Lexende und sein Vollstreckertrupp Gromik vor uns finden und ihn zum Schweigen bringen. Cherka wird niemandem mehr schaden. Ich lerne, mich auf euer Wort zu verlassen. Wenn ihr die Befragung von Gromik abgeschlossen habt, werden wir in unserer neuen Frontbasis Stellung bezogen haben. Werden wir? Von da aus können wir die Cherka-Anlage selbst suchen. Kommt dorthin, sobald ihr etwas gefunden habt. Na klar, das machen wir. Und zwar okay. In einer der nächsten Folgen, nicht direkt in der nächsten, da ist ja wieder PvP dran. Aber ja, in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall. Bis denn, Leute. Tschüss. Tschüss.